ins Ruhrgebiet. Weltrekordversuch in Bochum. Hier hat sich heute jemand wahrhaft unvergessen. Hol ich mir den Weltrekord. In der Jahrhunderthalle in Bochum tritt Boris heute an, um einen neuen Weltrekord zu uns nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Boris, grüß dich. Daniel, freut mich riesig. Hallo. Ich bin total glücklich darüber, dass wir uns mal wiedersehen, ja. Weil als erstes muss man dem Zuschauer mal kurz sagen, wir beide haben zusammen Abitur gemacht. Ne? So ist das, ja. Als wir damals zusammen 2003 Abitur gemacht haben, ne? Also mir zum Beispiel ist das nicht aufgefallen, dass du diese Gabe hast. Wusstest du das denn zu der Zeit schon, dass du das kannst? Das war die Zeit, wo ich gerade damit angefangen habe, mein Gedächtnis zu trainieren. Du sagst Gabe, es ist wirklich keine Gabe, es ist wirklich trainiert. Okay. Ich habe es zum Abi ausprobiert, weil ich dachte mir, hey, fürs Lernen könnte irgendwie nützlich sein. Ja. Und dann gemerkt, wie cool das ist, wie viel Spaß das macht. Ich zeige es auch in der Praxis, weil ich auch Kurse gebe. Und das ist wirklich lustig. Das geht vom Studenten, der sagt, ich hätte die Prüfung ohne dich nie geschafft, bis hin zur Rentnerin. Das hatte ich wirklich, die mir schreibt, ich wollte einmal noch gegen meine Enkelin im Memory gewinnen. Ja. Dank deines Trainings habe ich das geschafft. Wollte ich nur noch mal eben mitteilen. Und das freut mich einfach riesig, dass Menschen merken, hey, da geht echt noch was. Und ja. Völlig egal, wie alt man ist. Ja. Schade, dass du das mir zum Abitur noch nicht alles erzählt hast, sondern dass wir uns jetzt 15 Jahre später treffen müssen. Aber ganz toll. Boris, du hast ja heute was ganz Besonderes vor. Du möchtest hier bei uns in der Sendung einen Weltrekord nach Nordrhein-Westfalen holen. Wie sieht der aus? Was hast du vor? Ich möchte mir 90 Sekunden mehr Bilder in der richtigen Reihenfolge von diesen hier einprägen, als das jemals jemand zuvor geschafft hat. Und zwar werde ich euch bitten, dass ihr 45 davon an eine Wand hängt. Das darf ich natürlich vorher nicht sehen. Dann bekomme ich 90 Sekunden Zeit, um mir die anzuschauen. Dabei muss ich drei Bälle jonglieren und anschließend dann in der richtigen Reihenfolge so viele Bilder wie möglich auswendig aufsagen. Also bei mir wäre schon bei Jonglieren Schluss und dann auch bei zwei Bildern wahrscheinlich. Aber ich bin jetzt schon begeistert. Und er sorgt dafür, dass alles seine Ordnung hat und alle Regeln eingehalten werden. Olaf Kuchenbecker vom Rekordinstitut für Deutschland. Hallo, Herr Kuchenbecker. Hallo, guten Tag. Na, hallo. Hallo. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus? Können Sie sich Dinge gut merken? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ehrlicherweise, deswegen muss man ja nicht immer alles aufschreiben. Gerade bei Terminen zu Rekordprüfungen ist das natürlich ganz wichtig. Und insofern bin ich immer ganz froh, wenn ich auf Boris treffe, zu sehen, was denn tatsächlich alles geht. Bei einer Sache haben Sie uns noch nie enttäuscht, was das Regelwerk angeht. Das haben Sie sich immer perfekt gewerkt. Jetzt bei diesem Weltrekord hier heute. Wie sieht das offizielle Regelwerk aus? Also es geht ja hier um die meisten in 90 Sekunden memorierten Gegenstände. Und wieder aufgesagten. Der wichtigste Punkt dabei ist, es muss jongliert werden. Beim Merken der Gegenstände, 90 Sekunden Zeit dazu. Dann zum Wiederaufsagen, ganz wichtig dabei auch die richtige Reihenfolge, muss nicht mehr jongliert werden. Aber auch dafür hat man 90 Sekunden Zeit. 30 Bilder müssten es in der richtigen Reihenfolge sein für den Rekord. Ja. Und ein Fehler ist dabei erlaubt, aber dennoch müssen es 30 Bilder sein, die genannt werden. Wie sieht's aus? Steigt der Puls? Ein bisschen, ja. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich bin optimistisch, aber ich weiß, es ist auch ein Rekord und den macht man nicht mehr einfach so. Ja, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir teilen uns auf. Sie achten darauf, dass der Boris wirklich nicht guckt. Ja, und ich würde dann dahingehend schon mal die Bilder anordnen. Okay. Letzte Frage noch. Gibt es bestimmte Symbole oder Anordnungen, die dann für dich schwieriger wären, als wenn man sie anders... Soll ich dir jetzt verraten? Ja, genau. Aber, oder ist das für dich völlig egal? Es ist tatsächlich völlig egal. Völlig egal. Ja. Boris hat schon mehrere Weltrekorde aufgestellt und war mehrfach Weltmeister im Wörtermerken. Doch dieses Mal ist der Schwierigkeitsgrad durch das Jonglieren deutlich höher. So. Boris, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann hol dir den Rekord. Ich zähle runter. Von 3, 2, 1. Los! Boris Technik? Er stellt sich sein Haus vor und legt dort jedes Symbol an einem bestimmten Platz ab. Dadurch kann er sich die Reihenfolge merken. Doch führt diese Technik heute zum Weltrekord? Und aus. Kann losgehen. Telefon. Brille, Schiff, Computer, Hammer, Wolke, Herz, Schirm, Waschmaschine. Also nach der Waschmaschine kam die Zange. War auch richtig, ja, genau. Schaf, Stern,
so ein Windspielrad, mhm. Drachen, Schnecke, ja. Ein Ball, so ein Wasserball, mhm. Hut, Pizza, Flasche, Gabel, Eis, Pilz, Kopfhörer, mhm. Ananas, Weinglas, Fisch, Schlüssel, Rettungsring, mhm. Pfanne, Palme, mhm. Kürbis, nein. Fotoapparat, Bonbon, Kürbis, Tennisschläger, Boxhandschuhe. Nee, das war jetzt falsch, das war der zweite Fehler. Damit ist der Versuch beendet. Einen Fehler hattest du ja schon, erlaubterweise. Aber tatsächlich sollten 30 sein. Geschafft hast du 33. Puh, yes. Tatsächlich. Ja, Weltrekord. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ein neuer Weltrekord für Boris Conrad. Und damit auch ein neuer Weltrekord für NRW. Da können wir das Ganze jetzt auch offiziell machen. Genau, ich habe eben die Urkunde schon geschnitzt. Bitte sehr, da haben wir sie und machen das Ganze jetzt offiziell. Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch, Boris. Ich würde sagen, ein Weltrekord, den wir nicht vergessen werden. Und damit auch ein neuer Weltrekord hier in Nordrhein-Westfalen. Mit Technik und Köpfchen zum unvergesslichen Weltrekord. Unser Gedächtnisexperte Boris Conrad.